Ich habe schon oft an diesem Platz gestanden, um das Mikrofon vor einer Übertragung zu prüfen. Dass ich heute Zeugnis darüber ablegen darf, warum ich an einem Ort des Glaubens arbeite, freut mich sehr. Es freut mich nämlich immer sagen zu können, dass ich Atheist war. Ich war es lange Zeit. Und trotzdem konnte in meinem Herzen der Glaube Wurzeln austreiben. Und der Gärtner, der diese Wurzeln gepflegt hat, war mein Vater. Wir haben oft zusammen diskutiert. Er hat Gleichnisse vorgelesen und in einfach verständlicher Sprache erklärt. Und ich habe ihm widersprochen, nur damit er bei nächster Gelegenheit wieder ein Gleichnis vorlesen und in einfacher Sprache erklären konnte. Als dann eine Zeit kam, in der mich die eigenen Ideen nicht mehr erfüllen konnten. Ich war 21, als ich nicht mehr wissen wollte, wohin ich gehen oder wo ich bleiben sollte, da hat er mir eine Nachricht geschrieben: Komm vorbei. Und es scheint so selbstverständlich, nach Hause zu kommen. Aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gefühlt, dass es dafür jemanden braucht, der uns zum Platz am Wasser führt. Und weil ich mich in jener Nacht auf Pfingsten nur einmal an der Hand nehmen ließ, konnte mich diese Freude meines Vaters erfüllen. Und in dem Moment, in dem ich diese Ergriffenheit gefühlt habe, war es schon die Hand Gottes, die mich hielt. In dem Moment, den ich jeden Tag erlebe, wenn ich bete. Nach meiner Umkehr wollte ich mich vor Gott aussprechen. Es war wie ein Instinkt meines Glaubens. Meine Lebensbeichte habe ich bei Pater Kosmas ablegen dürfen. Er unterrichtet hier an der Hochschule. Das ist jetzt 5 Jahre her. Und heute stehe ich hier an einem Platz am Wasser. Und ich bin erfüllt. Ich kann es gar nicht anders sagen.